WajchWiesa, welcome to the program WajchWiesa. We are here with Dennis Taub, noch mit wieder über Musik reden. So, ich weiß nicht, was die Musik bewegt, anzeichert unbedingt so, ja. So, wie finde ich das in der Bibel, da redet einfach sehr viel davon. So, yeah. Dennis, wir reden viel mal besonders über die Musik am Tempel, der Leviten. So, und du sagst, am Neuen Testament steht auch noch ein Teil. Ja, und wenn du noch einmal kannst, die ermöglicht die erste Chronik, Kapitel 24, zu lesen, besonders Vers 6, Bad 8. Du fängst wieder, dass die nicht bloß die älteren Menschen, die älteren Menschen Musik machen, sondern sie Leute, die mit den jungen Menschen Terp heute tun. Und du wurdest verlassen. Lese ich das nochmal, das ist interessant, weil das in der jüdischen Tradition sehr wichtig wie die jungen Menschen mit Namen zu nehmen. Mm. Und du liebst euch das, ne? Mm. Und ich denke mal, das ist auch ein Prinzip, wo wir bei Jesus sein, wenn wir überspringen im Neuen Testament, wo Jesus doch alle Menschen läuft haben, wo Jesus doch macht, dass alle Menschen am Läufe und am Bekannten aus Haaren, ne? Mm. Der Öle und der Junge. Und vielleicht kann man uns denken, wie vielleicht im Neuen Testament, du redest meist nicht über Musik, aber ich glaube, das redet so ja viel von Musik. Wir haben viel Lobgesänge, wo du abgeschrieben sind, wo Maria lobt, ne? Was er hört, Fall ist. Ne? Und, mhm. Aber wenn wir mal bloß Lukas Evangelium nehmen, der in den Anfang, das Fall von Lobgesangs ab den Messias, ne? Ab Jesus haben, die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, wenn wir du mal ein bisschen Däuper Grube, du fängst wie Weinzen, saßt hier Dankpsalme, saßt hier Luftgesangsbären, ne? Das ist, glaube ich, das finde ich ein bisschen anders abgeschrieben als im Alten Testament, aber auf jeden Fall ist das ganz, ganz voll. Jesus, weit wie, heute wie ein Jüd. Und die hat ja all diese Traditionen, was wir im Alten Testament finden, da wie ihr mitgekommen, heute wie ist es dort abgewaschen, als Mensch, ne? Und das ist ganz selbstverständlich, dort bei all den Fasten, bei all den Niemunden, all das, was von Israel führt, dass Jesus zu mir wird und dass Musik und gesungen wird, dass wir einfach Pott von dort, ne? Okay. Und das fing wie dann auch, du, wo Jesus dort wo er Aufschied nehmen wird von seinen Jüngern, beim letzten Abend, euer er sich handjäfft in den ganzen Prozess mit dem Kriegs, der merkt, wo das heute in Markus Kapitel 14, Vers 26. Und als sei ein Dankleut gesungen hatte, ging sei rüt nach dem Olivenburg. Also, du, wo Jesus mit seinen Jüngern tippt warst, wir, du singen sie. Also, wir sind Port von ihr. Ne? Und wir starten sie vielleicht manchmal so für das letzte Abendmahl, das ist ein bisschen wie von der schon dachte, das formelle Abendmahl 4, sie sind mit Schmack abgesagt und dann sei wie sie nu weil wieder hell die Abendmahl 4. Damals, das wir einfach Port von er töp sein und töp ete tun. Ne? Und ganz, ganz bestimmt wieder ein besonderes Abendmahl, das wird den letzten Abend, wo sie töp werden. Aber du wirst natürlich gesungen, das ist bei allen anderen Abenden Fasten, wo sie töp werden. Ne? So, wie gehen du von dort, dass Jesus auch singen dort? Das ist doch wunderbar, ne? Das ist sehr fein. Wenn wir ein kleines bisschen wieder checken, auch ein bisschen in den Evangelien, ein bisschen rumblättern, du fängst wieder zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 23, du wie ein Begrafnis. Ich lese uns dort hier mal. Matthäus 9, Vers 23. Da kommen sie dann an Jesus und sagen, also, du bist ein Mädchen, das dort, das dir starbe. Und dann geht Jesus zu dir dort Hüß. Als Jesus nur den Leder sein Hüß kam, und der Flätespieler sagt und hielt, was die Menschen dürfen in ihr Tümmel mögen. Seht heute an, merkt Rühm, der Mial ist nicht dort, der schlappt. Und sie lachte am Üd. Aber hier wies dort bei einem Begrafnis, damals bei den Jüden, du wie Flätespiel, du wie Musik du bist. Hier redet von ihr Tümmel, also wahrscheinlich in Ramjomerie, ne? Das wir alle trürig durch die Stimmung, aber Musik wie Port davon, Aufschied zu nehmen von einem Mensch. Und das ist was von der schon Dach, oder? Wir haben alle wie Musik, nicht Chas, ein Gottesdienst, Schweig, Begrafnis, Geburtstag. Jetzt, wo ich gesungen, ne? Und das ist interessant, wie denke manchmal die Bibel
als ein theologisches Buch. Dort redet uns über Gott und über was Gott sein Plan für die Menschheit will und auch so ist dort. Yeah. Aber der redet dann in Lebens oder in einer Zeit, wird nicht anders wie als unsere. Korrekt. Und manchmal denken wir nicht daran, dass dort, was dann passiert, wenn man sagt, die Menschen wieder kreuzen es wie. Ja. Die haben ihre Ort, wo sie Gott loben, die haben ihre Musik, die haben ihre Begrafnisse, Kaste. Und dort wird eine Sache, wo sie kreuzen beleben, die uns wie. Auf jeden Fall. Und dort wie dann lehren einfach, dort Gott die Musik nennen sagt, Menschen beauftragen, die Musik zu machen, arm zu loben. Ja. Dass die Trüheit ihr Leben niemals abhört. Und dort sind das zu sehen. Dann kreit die nämlich Leute, wo Jesus auch singen deut, wenn es in dein Lebenszeit nicht geboren wird. Auf jeden Fall. Und wird das, dort, wo die Menschen damals belebt, wird das von der Schnacht selbst, das, was wir auch beleben. Mhm. Also, wir haben auch Fred und du loben wie Gott, wir haben auch Trüher und du singst wie Gott, und Weidau. Das sind das Erste, je voller das Erste, das Erste, was die Menschen belebt damals, natürlich ein paar tausend Jahre drei, aber das selbst die Menschliche in uns. Das haben wir hier, ne? Ja, so, ich weiß nicht, ob ich nun ein bisschen wieder nachhubse da in den Material, aber kann ich davon ausgehen, dass das eine Gemeinde dann auch so ein Lofgesang gab, als das eine nie-testamentliche Gemeinde ist? Dass die Gemeinde, die dann Judengemeinde wäre oder Heidengemeinde ist, dass die diese na, die Juden sowieso, diese Tradition einfach mitnehmen, nicht? Ja. Wurde einer doch davon ausgehen? Ich glaube, du hast ja von der ersten Tage, wo wir als Christen für uns so aneinig sind, dass zu sagen, wovon erreicht die Musik ist Gott gewollt und was nicht Gott gewollt, nicht? Und du bist für jedes so leicht, dass jede Falschgruppe und jeder Falschsturm, ob das sie ist, also wenn ich in China gehe, das sind ganz andere Traditionen. Also die leben hier ganz unterschiedlich, ganz anders abgewachsen und dort darfst du aber auch trüe Jesus nur fallen, ja, bis deren Musik wird ganz anders sein, als die, was wir hier in Paraguay haben oder in Mexiko haben oder in Bolivien oder in Belize haben. Ne? Ja, und wir uns manchmal schwer damit zu sagen, dass eine andere Tradition, eine andere Herkunft zu sein, ein anderes Volk, dass dort auch Gott ab ihre Ort loben kann und dass Gott dort Lob auch annimmt, kreuz ist mein Lob. Ne? Ja. Ja, also jeder versucht, wie dort von anderen sie zu verstehen und das ist manchmal nicht, man macht sich durch den Lüten. Yeah. Ich kann einfach sagen, okay, die Menschen sind anders. Yeah. Ja. Die kennen was anderes. Ganz genau. Wie finde ich im Neuen Testament ein paar Abforderungen, wenn wir wieder lesen in Kolosser 3. Viele von diesen sind dann von dem Apostel Paulus, wo er ganz spezifisch an eine Fallsgruppe schrieb. Aber du fängst wie zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 16. Du hörst es dort. Lot Christus sein Wut rücklich mangend wohnen. Beliert und haupt einer den anderen in alle Weisheit. Singt von ein dankbares Wort Psalme in jästliche Leute Gott zu ihre. Selbst Paulus betont hier war da, also singt vom Horte und dort Gott zu ihre. Und heute sage ich hier nicht, was soll die Brücke, was darf die Brücke, was darf die nicht Brücke, sondern lautet in den Hort rückkommen und dort hat Gott zu ihre. Ne? Und das sei ein ähnliches Fing, wie du dann auch in Epheser 5, 9, 10 Kostitus nur lese, ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, also dass dort Arzt ist, nicht? Yeah. Dass dort von den Hortchamp nicht eine Form sagt, sondern dass dort einfach das erst wird Arztet. Ja. Yeah. Ich glaube, dort kommt dann ganz anders eben auch, nicht? Und ich glaube, das erst für uns, ich glaube, eine Freiheit, dass wir das hier, dass wir nicht machen, einfach das Stil oder dem Stil oder jenem Stil, sondern dass ja, wie jede Kultur hat seine Musik, jede Menschengruppe hat ihre Leute. Und dass man kann, was immer mit den Leuten, wo man abwachsen oder die Art Musik, wie man abwachsen, einfach mit dort auch Gott loben, einfach werden und sagen, was von seiner Trüheit die Leute reden und so wieder. Yeah. Und das, einfach das zum Ausbruch bringen. Yeah. Das sind gerade Erfahrungen, wo man einfach sagt, von heute. Ja, und das betont, dass da mal in Jakobus 4 verstreitchen, wo das sagt, wenn du gelegentlich bist, dann sing. Also, dann hüll diese Freude nicht bis für dich, sondern sing, lass das dort hören, lass die Menschen dort hören, dass Gott
din Wort erfällt, nicht die gleichlich bess. Aber das, gerade was du sagst, David, ich glaube, das von Wort kommt, das bringt uns, du hast ein Wort von Gott, willst, wenn wir in der Offenbarung lesen, Kapitel 4 und 5, du hast Johannes, der das Buch geschrieben hat, der hat ein Bild für ihn. Und du hast so in seine Gedanken oder in eine Vision vor dem Thron Gottes, Gott in seine Herrlichkeit. Und dort, was du beschreibst, ich glaube, dort lässt uns für jeden von all den Streit, was wir hier manchmal abgeirrt haben, und wo wir sagen, dort, wo wir haben wollen, dort ist in der Jemeent Gottes, und du redest nicht von, was weit ich, da in dieser Kleidie oder da in dieser Verhöhle oder da in dieser Musikinstrumente, sondern redest du von der Herrlichkeit Gottes. Und ich wollte, habe ich noch ein bisschen Zeit, wenn ich du mitlese, Kapitel 5. Du sagst, das ist das. Und ich merke dir mit, dass du das einfach mal selbst lese, das Kapitel 4 und 5. Aber ich lese mal längst in Kapitel 5. Bloß am uns, das für die EU zu malen, wird diese Jemeent Gottes beschrieben wird. Du sagst, das Kapitel 5, Vers 1. Und ich sage, dass du, der ab dem Thron sitzt, ein Buch in der rechten Hand hat, in Berne auch vom Büte beschrieben und mit sieben Seelen verseelt. Und dann sah ich ein starken Engel mit gewollt gelüde Stämme Frauen, wer es im Sturm der Büg abzumerken und die Seelen zu brechen. Und du wie keiner im Himmel, oder ab die Erde, oder unter der Erde, der die Büg abmerken und du nennen können. Und ich hielt Säuer, das sagte Johannes, wir sind traurig, ich hielt, dass du keiner gefangen wart, da im Stand wie der Büch aufzumerken und zu lesen oder übernannte Kirche. Aber dann sieht einer von der Ältesten zu mir, ich soll nicht hielen, kick einmal. Der Lehr von Judah, sein Sturm, der von David aufstammt, es gewinnend abzukommen, die sieben Seelen zu brechen und das Buch aufzumerken. Und er kickt und sagt, zwischen den Thron und den Feuertieren mangt der Älteste ein Lammstein. Dort ist so sah, als wenn dort wie geschlacht wurde, das Lamm. Also, und du sagst dann wieder, wie das Lamm, was Jesus ist, das Buch aufmerkt. Und dann sagt er in Vers 8, und als er das genommen hat, fallen die Feuertiere in die 24 Ältesten schwer das Lamm doll. Da hält jeder eine Hoop. Das ist interessant, ne? Mhm. Diese Tiere, diese 24 Ältesten, die hält eine Hoop. In eine goldene Kamm voll Werjuk in der Hand, wo die Heilige ihre Gebeter bannen würde. Und da singen und nicht Leute in Seede. Ich will kurz drauf kommen, aber diese Älteste, die hält eine Hoop. In eine Kamm mit Gebeten, wenn wir beten, mit Wied oder mit Gesang, das ist nu vor dem Thron Gottes. Gott hört das, ne? Und sie singen dann das neue Leute, du bist im Stand, das Buch zu nehmen und die Seelen aufzumerken, weil du wirst dolgemerkt worden und jetzt dein Blut haben, du mit für Gott von allen Menschen Sturm und Sprecher und Feld ja ein Volk für sich zu kaufen. Jesus hat uns, der sein Blut und dann das Wort von einem Volk, das Wort von einem Sturm, freie Kraft, damit wir können für Gott kommen, dass wir sind mit unserer Kultur, mit uns Gesang, mit uns Lauf. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Und dort stand ein Niedleid, was alle Menschen taub bringen wird. Alle Menschen, alle Kulturen, wenn sie verschieden singen, verschiedene Instrumente brücken, dort sind wir eint. Und ab dort soll wir bühen. Dort, dort, wo die Lohm uns taub bringt, dort wir dort mit eins sind. Und bei ja. Unsere Zeit ist wahrer zu ein. Wie sehr interessant. Dankeschön, Dennis. Dankeschön, dass du dabei bist. So, wo ich mal zu singen? Zuerst ist von Gott zu ihr, von seinen Treuhörten geläuft. Und dort einmal vor dem Horten, beim nächsten Mal, im Programm WajchWiesa.